Es ist eine Map, die vor allem die Oldschool-Counter-Strike-Spieler kennen dürften, DE Prodigy. Sie ist gemeinsam mit DE Nuke und DE Dust die älteste Bomben-Map in Counter-Strike. Es ist aber auch eine Map, über die wir bislang recht wenig wissen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass sie ein 17-Jähriger erstellt hat? Oder dass eine bekannte englische Band bei der Namensgebung der Map eine große Rolle spielte? Heute bekommt ihr alle Infos rund um DE Prodigy. DE Prodigy wurde im Jahr 1999 von Alexander Manilov erstellt, Nickname Hobbit. Er ist gebürtig aus Russland und kam mit 13 Jahren in die USA. Alex begann sich schon früh für Map-Design zu interessieren. Zuerst erstellte er Maps für Doom und Quake und dann wagte er sich an seine erste Counter-Strike-Map. Dabei setzte er auf die klassischen Half-Life-Texturen und wollte eine Map erstellen, die nicht nur im Freien, sondern auch in geschlossenen Räumen spielt. Auf den Namen der Map kam Alex schon relativ früh, und zwar als er auf der Suche nach einem passenden Namen die englische Band The Prodigy hörte. Er entschied sich dann aufgrund des Bandnamens für Prodigy und zuerst baute er sie als Geiselmap, da es bis zur Beta 4.0 Version noch keinen Bombenmodus in Counter-Strike gab. Als der C4-Modus dann feststand, wurde aus CS Prodigy DE Prodigy. Alex dachte sich sogar eine Story für seine neue Counter-Strike-Map aus. Dabei wollte er den Namen der Map unbedingt in die Geschichte integrieren. Alex überlegte sich eine Story rund um künstliche Intelligenz. Es gibt eine Rivalität zwischen zwei Unternehmen, Prodigy Inc. und Microsoft Inc., die beide hochintelligente Computer-KI entwickeln. Im Grunde genommen hat Microsoft beschlossen, die Konkurrenz loszuwerden, indem sie eine Gruppe ehemaliger Häftlinge angeheuert haben, um im Entwicklungslabor von Prodigy Inc. eine Bombe zu platzieren. Zum eigenen Schutz hat das Unternehmen ein professionelles Anti-Terror-Team eingestellt. Ganz generell gesehen ist es schon etwas kurios, dass künstliche Intelligenz bereits im Jahr 1999 ein Thema war. Alex war zu diesem Zeitpunkt übrigens gerade einmal 17 Jahre alt. Nachdem der Name und die Geschichte der Map feststanden, legte er mit dem Designen los. Vom Terrorspawn gibt es grundsätzlich erst einmal nur zwei Wege. Einmal den oberen Weg, der hier an diesem Panzer und an diesem Wachhaus vorbeiführt, und den unteren Weg entlang der Klippen. Was euch sicherlich direkt aufgefallen ist, die allererste Version von DE Prodigy spielte bei Dämmerung. Auch der lange Gang hier hatte noch nicht die optimale Beleuchtung und es war extrem schwierig, die gegnerischen Models zu erkennen. Außerdem fehlte der Lüftungsschacht hier, der den Terroristen eine weitere taktische Komponente gab. Wobei ich auch zugeben muss, dass das Boosten auf die Leiter früher bei vielen Teams eher schlecht als recht funktionierte. Der CT-Spawn mit dem Bombspot hier wurden mit kleinen Computermonitoren ausgestattet. Der andere Bombspot war da schon etwas größer und schicker gestaltet. In der allerersten Prodigy-Version waren die Monitore hier an diesem Spot übrigens unzerstörbar, auch wenn die Bombe hochging. Das änderte sich erst in den kommenden Versionen. Das ist etwas, das ich unbedingt in Prodigy haben wollte, aber keine Möglichkeit fand, es umzusetzen. Ich wollte nicht, dass die Monitore durch normale Waffen zerstört werden und die C4-Explosion verursachte nicht genügend Schaden. Offiziell hatten die Bombspots auf DE Prodigy übrigens keine Bezeichnung. Es war also unklar, welcher Bombspot jetzt Bombspot A und Bombspot B ist. In Counter-Strike Condition Zero wurde aber angezeigt, dass der Spot am CT-Spawn der B-Spot ist und der andere dann der A-Spot. Wenn wir uns das Gebiet rund um das Wachhaus oben anschauen, dann dürfen wir diese Tür hier nicht vergessen. Ich kann mich noch gut an skurrile Szenen erinnern, bei denen Mitspieler nicht durch die Tür kamen. Was ebenfalls auffällt, es gibt hier Monitore für Kameras im Wachhaus. Kameras waren zu Beginn von Counter-Strike sehr beliebt. Es gab sie zum Beispiel in CS Militia oder in CS Assault. Auch Map-Designer Alex hatte darüber nachgedacht, in Prodigy Kameras einzubauen, damit die Counter-Terroristen sehen können, wo die Terroristen angreifen. Als Prodigy noch eine Geiselmap war, hatte ich damals Kameras eingebaut. Allerdings gab es Bugs beim Bombenszenario und deshalb entfernte ich die Kameras wieder. Die Monitore und die Computer blieben aber. Allerdings muss ich auch sagen, dass man auf einer Action-Map wie Prodigy gar keine Zeit hätte, auf die Monitore zu schauen.
Das ist definitiv ein guter Punkt, vor allem weil die Terroristen bei einem Rush sehr schnell am Wachhaus waren. Hier kann ich mich auch noch erinnern, dass es in vielen Ligen verboten war, auf die obere Kante zu springen. Aber auch ohne den illegalen Jump war es für die Terroristen oft schwierig, den Bereich hier oben zu attackieren. Wenn die CTs das Wachhaus eingenommen hatten, dann konnten sie es oft mit nur einem Spieler verteidigen. Alle anderen Spieler konzentrierten sich auf den unteren Gang, denn faktisch gab es nur zwei Actionbereiche, am Wachhaus oben und im langen Gang unten. Prodigy spielte sich deshalb für die Counter-Terroristen auch relativ einfach und es war bei Clan Wars oft spielentscheidend, auf welcher Seite man starten musste. Es war nicht ungewöhnlich, dass gute Teams nur ein oder zwei Runden als CT abgaben. Auch Alex hatte erkannt, dass DE Prodigy extrem CT-lastig war. Wenn ich eine weitere Nahkampf-Map erstellen würde, dann würde ich wahrscheinlich mehr Routen hinzufügen und die Bereiche der Map stärker miteinander verbinden. Da kann man ihm nur zustimmen. Es wäre so wichtig gewesen, dass die Terroristen einen weiteren Weg bekommen hätten. Dadurch wäre die Map dann etwas ausgeglichener und sicherlich auch spannender geworden. DE Prodigy kam mit der Beta 4.0 Version ins Spiel und gehörte damit zu den ersten Bomben-Maps in Counter-Strike, neben DE Nuke und DE Dust. Auch wenn sie vielleicht nicht zu den beliebtesten Maps gehörte, wurde sie nie aus dem offiziellen Map-Pool gestrichen und war bis Counter-Strike 1.6 vertreten. Außerdem wurde sie für Counter-Strike Source nachgebaut. Map-Designer Alexander Manilov erschuf nach Prodigy noch eine weitere Map für den offiziellen Counter-Strike-Map-Pool, CS Office. Sie wurde mit der Beta 7.0 Version eingeführt. Und lustigerweise wurde auch hier wieder Bezug auf DE Prodigy genommen. Denn in dem Bürogebäude war laut Storyline auch Prodigy Inc. untergebracht. Ich persönlich habe DE Prodigy früher immer gerne gespielt. Es war eine meiner ersten Counter-Strike-Maps. Wie sieht es bei euch aus? Wart ihr Fan von DE Prodigy oder eher nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare.